Die Engländer lieben ihn mit Chips, aber auch bei uns ist er ein absoluter Klassiker und liegt wieder voll im Trend. Der Backfisch. Was genau steckt eigentlich unter dem knusprigen Teigmantel? Wussten Sie, dass das keineswegs immer das Gleiche ist? Dorsch und Rotbarsch, 47 Euro. Mitten in Bremerhaven. Frischer Backfisch aus der Fritteuse. Traditionell deftig serviert. Hier im urigen Fischimbiss wird jede einzelne Portion noch von Hand zubereitet. Und alles nach altbewährten Hausrezepten. Auch in Bremerhaven, Europas größte Fischfabrik. Hier entstehen gigantische Mengen für die Tiefkühltheken der Supermärkte. Jede Stunde eine Tonne Backfisch. Tendenz steigend. In den letzten Jahren stieg der Absatz um ganze 30%. Wie die Megafabrik solche Mengen produzieren kann, will Galileo-Reporter Jan Schwiderik von Produktionsleiter Dirk Winkelmann erfahren. Das ist zwar eine Fischfabrik, aber ihr backt auch nämlich den Backfisch, ja? Es bleibt immer noch Fisch, es ist der Backfisch. Gerne. Der LKW mit dem Fisch ist schon unterwegs, deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Kommen Sie bitte mit, wir müssen die Kleidung wechseln. Okay. Der rohe Fisch kommt aus einem riesigen Zentrallager bei Bremerhaven. Und zwar in gigantischen Mengen. Bis zu 20 Lastwagen bringen rund 240 Tonnen Fisch am Tag. So, was haben wir jetzt hier? Das ist, ist das der Fisch schon? In einem Karton sind dann die Fischblöcke. Wir gucken uns mal einen Block an, wie er verpackt ist. Das sind Fischblöcke. Das heißt, der Fisch kommt jetzt gar nicht irgendwie, ich sag jetzt mal, vom Meer direkt hierher. Das geht gar nicht. Das ist doch, der kommt direkt vom Meer. Die Hauptfanggebiete für den Fisch, den wir verarbeiten, sind in der Beringsee. Die Beringsee, das stürmische Meer hoch im Norden zwischen Alaska und Sibirien, gilt als sehr ertragreiches Fischfanggebiet. Die Schiffe dort sind riesige schwimmende Fischfabriken. Da die Stahlriesen oft lange Zeit am Stück auf See sind, verarbeiten die Männer die Fische bereits komplett an Bord. Und zwar in tiefgefrorene Blöcke. Das spart bei der Lagerung am meisten Platz und ist ideal für den Transport. In der Fabrik in Bremerhaven angekommen, müssen diese Blöcke zuerst in die Rohwareneingangskontrolle. Ja, hier sehen Sie gerade eine Röntgenkontrolle. Hier werden die Fischblöcke auf Geräten kontrolliert. Das ist dann so ein bisschen wie am Flughafen? Ja, genau. Denn genauso wie einen Koffer im Sicherheitsbereich eines Flughafens scannt das Wareneingangsteam die Blöcke und überwacht alles am Monitor. Sehen Sie da jetzt Geräten? Nee, ne? Also hier sind keine Geräten zu sehen. Ja. Wenn die Arbeiter auf dem Schiff doch mal eine Geräte übersehen, ist das für die Kontrolleure deutlich am Monitor zu erkennen. Und so sehen die 7,5 Kilogramm schweren Fischblöcke aus. Damit nachher bei der Produktion alle Portionen gleich groß und schwer sind, wiegt und misst ein Mitarbeiter alle Platten. Doch eine ganz entscheidende Frage wäre da noch zu klären. So, was für ein Fisch ist das eigentlich, der hier zum Backfisch dann weiterverarbeitet wird? Ja, hier haben wir jetzt den Fisch aufgetaut. Das ist der Alaska-Seelachs. Alaska-Seelachs? Ja. Ja. Warum eignet sich jetzt der Alaska-Seelachs besonders gut für Backfisch? Ja, der hat ein sehr schönes, helles Fleisch, ist recht mager. Alaska-Seelachs ist allerdings eine irreführende Bezeichnung. Denn er ist nicht mit dem Lachs verwandt, sondern heißt eigentlich Alaska-Pollack und kommt aus der Familie der Dorsche. Den Begriff Seelachs führte die Nahrungsindustrie aus Marketinggründen ein. Und kommt da jetzt wirklich nur Filet rein? Ja. Oder dieses Klischee, da kommt eine ganze Menge andere Sachen vom Fisch rein, weil beim Backfisch sieht man es ja nicht. Ja, deshalb tauen wir die Blöcke auch auf. Mhm. Ich mache das jetzt hier mal auf, dann kann man nämlich schön reingucken. Da sieht man, man hat ganze Filets. Das sind nur Filets, ne? Das ja, ist nichts genau. anderes. Alles Filets hier, wie Sie sehen. Ja. Also 100% Filet im Backfisch. Neben Farbe und Festigkeit prüft Kontrolleurin Hundenburg auch den Geruch. Denn die Filets dürfen nicht nach Fisch riechen, sondern ausschließlich nach Meer. Keine 2 Kilometer Luftlinie entfernt wird auch Backfisch produziert, nur in etwas kleinerem Stil. Und zwar in Bremerhavens urigstem Fischimbiss. Seit über 30 Jahren herrscht hier Stimmung wie direkt am Hafen. Dorsch und Rotbarsch, 47 Euro. Meter lang, Meter breit. Nein. Seit der Eröffnung vor 30 Jahren hat sich hier nichts verändert. Hier speist der Schlipsträger neben dem Hafenarbeiter. Ehrliche Hausmannskost im Fischhallenambiente macht den Laden zum Geheimtipp. Seit 2 Jahren ist Philipp Henkel hier der Betriebsleiter. Philipp, grüß dich, hallo. Moin. Habt ihr auch Backfisch?
Backfisch haben wir auch. Können wir uns angucken? Ja? Ja. Super. Gucken wir mal. Ich komm mit. Hinter der Theke befindet sich ein 50 Quadratmeter Raum fast ganz ohne Maschinen. Dafür mit einer Mitarbeiterin. Und, anders als in der Riesenfabrik, von Fischblöcken ist nichts zu sehen. Was ist das für ein Fisch für euren Backfisch? Das ist jetzt ein Rotbarsch, ein frischer Rotbarsch. Warum nehmt ihr jetzt Rotbarsch und kein Alaska-Seelachs? Ja, der Rotbarsch ist sehr, sehr beliebt von unseren Kunden. Ist auch ein sehr schön saftiger Fisch, nährstoffreich, toller Geschmack. Der Rotbarsch ging vor Island ins Netz und wurde dann als ganzer Fisch tiefgekühlt nach Bremerhaven gebracht. Doch wie wird daraus jetzt ein traditioneller Backfisch? Dafür sorgt Menka. Sie filetiert die Rotbarsche von Hand, 30 Kilo Filets pro Stunde. Der Clou, Menka schneidet auch jede einzelne Gräte aus dem Fisch. Und das machen Sie wirklich mit jedem einzelnen Filet? Ja. Ja. Werden Sie nach Filets bezahlt? Nee. Das wäre schön. Das wäre schön. Und wie kommt man in der Megafabrik an die einzelnen Fischfilets? Auf alle Fälle nicht Stück für Stück und per Hand. Denn in jedem tiefgefrorenen Block stecken über 30 Filets. Die Lösung? Sägen zerkleinern die Blöcke schrittweise in kleine Riegel. Und aus jedem dieser Riegel soll später ein Backfisch werden. Aber nicht in dieser Fischstäbchenform. Daher gibt es den sogenannten Shaper. Der formt aus jedem Riegel ein flaches Teilchen. Und zwar in Fischform. Warum macht ihr das? Das Auge ist mit. Das heißt, der Fisch soll wieder so aussehen wie ein natürlicher Fisch. Aus diesen Riegeln werden also wieder Formen, die an einen echten Fisch erinnern. Die Idee dahinter hat nicht nur optische Gründe. Denn jetzt sind alle Filets normengetreu, gleich groß und gleich schwer. Doch was macht sie jetzt zum Backfisch? Richtig, die Panade. Und die nicht so knapp. Der Backfisch besteht bis zu 46% aus Panade. Aufgetragen in drei Schritten. Zuerst baden die Filets in einer Nasspanade aus Wasser, Mehl und Stärke. Dadurch kann Schicht Nummer 2, die Trockenpanade aus Brotbröseln, besser haften. So werden übrigens auch Fischstäbchen paniert. Für einen Backfisch ist allerdings noch ein weiterer Schritt notwendig. Das ist jetzt aber die richtige Panade. Das ist jetzt der Backteig. Und das ist jetzt eben die letzte Schicht. Das ist das Besondere. Das macht aus dem Fischkern, den wir vorher gesehen haben, jetzt den Backfisch. Rezepte wie dieser Backteig entstehen an einem Ort, der für externe Personen normalerweise absolut tabu ist. Ausnahmsweise darf Jan einen kurzen Blick in die Entwicklungsabteilung werfen. Hier tüfteln Experten an den Gerichten, die wir zukünftig im Supermarkt finden werden. Nachdem erste Ideen entstanden sind, heißt das vor allem viel in der Küche experimentieren. Interne Mitarbeiter, aber auch eingeladene Verbraucher verkosten und bewerten die neuen Kreationen. Aktuell arbeiten die Mitarbeiter an einem neuen Backteig mit Asia-Aromen. Welche Richtung geht das denn? Ist das denn exotischer oder? Das wird ein bisschen exotischer und ein bisschen würziger, aber im Detail darf ich Ihnen das leider nicht sagen, weil das was Neues ist. Das ist streng geheim sozusagen, ja? Man darf da kurz mal gucken? Ja, natürlich dürfen Sie gucken, aber wir können Ihnen leider die Geschmacksrichtung nicht verraten. Nach neuen Rezepturen sucht man im Kultimbiss von Bremerhaven vergeblich. Mitarbeiterin Menka bevorzugt einen traditionellen Backteig, und zwar einen ohne Wasser. Dafür mit einer süffigen Alternative. So, und ihr nehmt für eure Panade tatsächlich Bier. Warum? Ja, warum? Weil es schmeckt lecker, wird fuffig, der Teig wird schön. Ja. Man wird schön, schöne Farbe kriegt der Fisch und schön saftig und lecker. Schmeckt das würzig dann? Schmeckt leckerer. Die Kohlensäure im Bier macht den Teig locker. Sorgen um die Fahrtüchtigkeit muss sich aber niemand machen. Das Bier ist alkoholfrei. Schmeckt man denn das Bier jetzt auch wirklich in der Panade raus? So ein bisschen, ja. Das ist ja Bierteig. Ja? Ne? Darf ich mal probieren? Also, ne, natürlich. Ich probiere das mal auch. Ich sehe, dass das jetzt fertig ist. Doch, doch, ein bisschen, ja. Schmeckt ein bisschen, aber ja, ein bisschen, doch. Das ist ja Bierteig. Schmeckt man raus, ne? In Europas größter Fischfabrik haben die Filets ihr Backteigbad bereits hinter sich, allerdings ohne Bier. Jetzt kommt der Fisch in eine 50 Meter lange Fritteuse und wird dort in 200 Grad heißem Rapsöl frittiert. Kommt er wieder hervor, sieht er schon zum Anbeißen aus. Ist der Fisch tatsächlich schon fertig gebacken? So, das ist heiß, ja, wenn man das jetzt anfasst, das ist wirklich
frische Panade. Hau heiß. Der Fisch ist wirklich kalt. Ja? Die Panade ist total heiß, man verbrennt sich fast die Finger und der Fisch ist gefroren. Das kann man noch nicht essen. Aus gutem Grund, denn durchbraten soll man ihn erst zu Hause. Sonst würde der Fisch zu trocken schmecken. Das Vorfrittieren soll lediglich die Panade festigen. Nach dem heißen Bad kommt der Kälteschock bei minus 26 Grad. Das macht den Fisch für mindestens ein Jahr haltbar. Nach einem Durchlauf von insgesamt 30 Minuten liegt der Backfisch in seiner Verpackung und kann ab in den Supermarkt. Und wie man Backfisch traditionell isst, sehen wir in Bremerhavens kultigstem Fischimbiss mit viel Remoulade. Und die muss Fischverkäuferin Karin jetzt neu machen. Denn auch die Kunden am Abend wollen nicht auf die Spezialität des Hauses verzichten. Erst dann kann Jan sein eigenes Exemplar Backfisch persönlich zubereiten. Karin stellt zuerst eine gewöhnliche Mayonnaise her. Dann machen Gurken, Kapern, Kräuter und Zitronensaft daraus eine Remoulade. Jetzt ist unsere hausgemachte Remoulade fertig. Ich darf probieren? Einmal probieren. Ja, gerne doch. Oh ja, schmeckt sehr kräftig. Ja. Würzig. Ja, sehr schön. Das freut uns. Die nehmen wir jetzt mit? Jawohl. Die kommt nach vorne, ne? Die kommt nach vorne. Die nehmen wir mit. Ich darf sie tragen? Ja. Du darfst sie tragen. Und nicht nur das. Jetzt geht es für Jan ans Backfisch frittieren. Im Schnitt geben Karin und ihre Kolleginnen täglich rund 250 Portionen über die Theke. Und weil wir noch ein Stückchen über haben, darfst du einmal eins ausprobieren. Darf ich mal probieren? Na, selbstverständlich doch. Also, hoppala. Einmal links. Einmal rechts. Genau, sieht gut aus. Nochmal oder reicht das? Das reicht eigentlich schon. Okay, und einfach rein? Genau, einfach rein. Genau. Und das lassen wir den brutzeln. Und zwar nicht länger als 4 Minuten im 160 Grad heißen Öl. So, da sieht das schon lecker aus. Na? Goldbraun. Goldbraun. Von innen schön saftig. So, und das wäre deine leckere Portion. Ist das jetzt eine reguläre Portion? Das ist eine reguläre Portion, ja. Durch das an. Das ist wahnsinnig viel. Und zwar für 5,90 Euro. Traditioneller Backfisch mit Kartoffelsalat und würziger Remoulade. In reiner Handarbeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, es schmeckt sehr, sehr lecker. Der Fisch ist saftig und trotzdem würzig durch die Panade. Man schmeckt nicht das Bier heraus. Das finde ich ganz gut. Also ich bin jetzt hier wirklich ein großer Fan vom Backfisch. Sehr lecker. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.